So, ein Smart, der nicht zusperrt. Haben wir hier schon am Notebook angeschlossen. Das zeigt die Werte, wenn man sieht, dass gerade die Fahrertür offen ist, die Zentralverriegelung auch offen. Wenn man jetzt hier zumacht. Die Fahrertür ist jetzt zugemacht worden, er dürfte das erkennen. Man sagt doch richtig, es ist geschlossen. Dann wird es zusperren mittels dem Key. Springt die Zentralverriegelung kurz auf zu und ist sofort wieder offen. Wenn man hingegen den Drücker hier an der Mittelkonsole drückt, dann checkt er, dass der Schalter Zentralverriegelung aktiv ist. Ich halte es noch gedrückt und die Zentralverriegelung ist wirklich zu und er sperrt nicht mehr auf. Wenn ich jetzt hier wieder mit dem Schalter zusperre, auch hier, sperrt er kurz zu, obwohl zu ist, und sperrt im Anschluss sofort auf. Zusperren und wieder aufsperren. Es geht nicht ganz zu mit dem Schlüssel. Wieso?